Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Das letzte Mal haben wir was gehört von Induktivitäten, von Spulen. Und da haben wir gehört, was eine Induktivität ist, dass eine Induktivität der Zusammenhang zwischen dem Verkettungsfluss und dem Strom ist, der da durch die Spule durchrinnt. Und wir haben auch mal was gehört über die Energie in einem magnetischen Feld. So, und jetzt wollen wir uns die Energie, die in so einer Spule gespeichert ist, wollen wir uns ausrechnen. Okay? Hier habe ich alle Sachen nochmal zusammengefasst. Also wir haben eine Spule mit N Windungen, die hat die Länge L, die hat die Fläche A. Okay, da haben wir gesagt, die Durchflutung da bei diesem Ding ist N mal I und das ist H mal L. Warum man nur das L verwendet, habe ich auch erklärt das letzte Mal. Dann der Verkettungsfluss ist N mal der Fluss, der da durchgeht durch die Spule. Und das ist die Induktivität der Spule mal I und die Induktivität errechnet sich nachher eben aus N² mal μ mal A durch L. So, das waren die Findings. Und dann haben wir noch gehört einmal, dass die Energiedichte in einem magnetischen Feld 1/2 mal B mal H ist. Ja? Das heißt, die Energie im magnetischen Feld ist 1/2 mal B mal H mal V, das Volumen. Okay? Und jetzt will ich das Ganze hier mal anwenden und schauen, ob ich da nicht auf einen grünen Zweig komme. Ja? Also, ich verwende, wie gesagt, dieses Wm ist gleich 1/2 mal, und jetzt B ist μ mal H, das heißt, das ist μ mal H² mal V. Okay, und hier oben H ist N mal I durch L. Ja? Das ist 1/2 mal μ mal N mal I dividiert durch L zum Quadrat mal V. Okay, das H ist einfach hier ausgedrückt aus dieser Gleichung. H dividiert N mal I durch L. Ja? So, und das V ist natürlich die Fläche A mal L. Ja? Das heißt, das ist 1/2 mal μ mal n² i² durch l², ja, mal a mal l, ja, das ist das V da hinten, dann fällt hier eine so eine Sache weg, ja, und da sehe ich schon was, pass auf, ich schreibe es nochmal an, 1/2 mal μ mal n² mal i² durch l mal a. Okay? Und jetzt schreibe ich genau das gleiche nochmal um. Ja? Jetzt schreibe ich da 1/2 mal. Und jetzt will ich, dass ich da herkomme. Jetzt schreibe ich das n², weil ich kann ja das runtergeben, n², und oben schreibe ich dann dafür μ mal a durch l. Ja? Das ist n² habe ich runtergeben, das μ raufgeben, das, und dann fällt noch i². Ja? Sehen wir was? Das hier ist die Induktivität der Spule. Das heißt, was da eigentlich herauskommt, ist 1/2 mal L mal I Quadrat. Oder L I Quadrat halbe. Das ist die Energie, die in einer Spule gespeichert ist. Wenn der Strom I durch eine Spule durchrennt, I Quadrat mal L halbe, das ist die Energie, die da drin gespeichert ist. Okay? So funktioniert das. Ja. Also einfach im Prinzip wieder einsetzen, ja, und ausrechnen. Okay? Jetzt haben wir gesagt, ja okay, aber das mit dem H mal L, das stimmt ja nur näherungsweise. Ja, das stimmt ja nur näherungsweise. Es gibt ja außer ein Streufeld, weil am Rand der Spule ist das nicht mehr gewährleistet, dass sie die ganzen Felder gegenseitig aufheben und so weiter. Eigentlich stimmt das ja hinten und vorne nicht. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie das aussieht, wenn wir das anders ausrechnen. Okay? Wenn wir das anders ausrechnen, ich sage einfach jetzt das Wm. Ja? Das ist das Wm1, das ist innen drinnen. Okay? Plus das Wm2, das ist das, was im Streufeld steckt.
Okay, also das ist das Feld in der Spule, das ist das Feld, das ist das Streufeld. Naja, dann rechnen die eben beide aus. Ja? Das ist ein halb mal B1 mal H1 mal V1, ja? Plus ein halb mal B2 mal H2 mal V2. Okay? Ohne jetzt zu wissen, was das V2 genau ist. Ja? So. Energiedichte in der Spule, Energiedichte im Streufeld. Okay? Jetzt kann ich natürlich sagen, das ist ein halb mal B1 mal H1 mal A1 mal L1, ja, wobei L1 und L da das gleiche ist, ja, plus ein halb mal B2 mal H2 mal A2 mal L2. Okay? Das zweite Volumen. Ja, das ist jetzt so die mittlere Fläche und die mittlere Länge, ohne jetzt genau zu wissen oder das einzeichnen zu können. Ja, das ist halt die mittlere Länge in dem Streufeld. Das sollte ja eben das ganze Streufeld drinnen berücksichtigen. Was aber schon gilt, ist, dass der gesamte Fluss, der da durchrennt, ja, der ganze, das gesamte Fluss, der eben da innen, magnetische Fluss, der da innen durchrennt, muss ja außen wieder zurück. Okay? Das heißt, wenn ich mit meinem magnetischen Fluss daherkomme, ja, das ist die Flussdichte in der Spule, mal der Fläche in der Spule, und das ist genau das gleiche, wie die Flussdichte außerhalb der Spule, mal die Fläche außerhalb der Spule. Ja, das ist, das wird halt viel größer und das viel kleiner sein, aber das ist konstant, weil der Fluss, der rausgeht, muss er wieder zurückkommen. Ja. Satz vom magnetischen Höhlenfluss. Okay. Das muss so sein. Das heißt, wenn ich das da oben einsetze, ja, dann kommt er für Bm heraus, also B1 mal A1 ist ja Phi, ja, das heißt, das ist ein halb mal Phi mal H1 mal L1, okay, plus ein halb mal Phi mal H2 mal L2. Okay. Jetzt hebe ich das ein halb mal Phi raus, ein halb mal Phi, ja, und drin bleibt über H1 mal L1 plus H2 mal L2. Okay? Was ist das da drinnen aber? Ja, das ist die Durchflutung, N mal I. Okay? Weil wir haben ja gesagt, okay, die Durchflutung, schauen wir uns das an, die Durchflutung hier, Durchflutungssatz, ist N mal I. Ja, und die teilt sich auf. Und jetzt haben wir halt da innen ein L1 und da außen haben wir irgendwo ein L2. Das heißt, das ist H1 mal L1 plus H2 mal L2. Das ist genau das, was da steht. Ja? Also diese Durchflutung teilt sich jetzt eben auf einen Teil innen und einen Teil außen. Teil innen und Teil außen. Das heißt, eigentlich steht da ein halb mal Phi mal N mal I. Ja? Das ist das Theta, die Durchflutung. Das Theta setzt sich eben zusammen aus den zwei H's, mal L. Ja. Summe H mal L haben wir gemacht. Gut, ja. Was haben wir da? Das ist der Verkettungsfluss, Phi V. Okay. Das heißt, wir haben eigentlich da stehen ein halb mal Phi V mal I. Ja. Und jetzt setze ich für Phi V noch das L mal I ein. Das heißt, da steht ein halb mal L mal I mal I. Und da steht schon wieder L I Quadrat halbe. Das heißt, selbst wenn ich das betrachte, mit Streufeld, kommt genau die gleiche Energiedichte heraus. Also genau die gleiche Energie. Das heißt, ich kann diese Energie in der Spule speichern. Ja? So schaut's aus. Ja? Das heißt, mit Streufeld, ohne Streufeld, kommen wir aufs gleiche Ergebnis. Li Quadrat halbe, das ist in einer stromdurchflossenen Spule der Energieinhalt. Ja? Die ist da drinnen gespeichert, die kann ich nutzen. Ja? Oder speichern. Ja? So schaut's aus. Ja? Wie kann ich die nutzen? Ja,
Da bedarf es einem Effekt, der der Induktion heißt. Okay? Das nächste Mal sprechen wir über sogenannte Induktion. Da hat es was zu tun mit sich ändernden magnetischen Feldern. Also nicht mehr konstante magnetische Felder, sondern sich ändernde magnetische Felder, die verursachen nämlich was. Okay, und was werden wir im nächsten Video hören? Nächstes Video, Induktion. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.